Terry Farrell aus Star Trek Deep Space Nine. Marco aus Rising Sun. Michael Ironside aus Total Recall. Zum ersten Mal James Lu. Und Don the Dragon Wilson in seiner bisher größten Produktion. Und er hat noch nie besser ausgesehen. Red Sun Rising. Er praktiziert eine uralte, tödliche Kunst. Teils ist er Krieger, teils Hexer. Aber eins ist er immer. Absolut böse. Ein Polizist aus Japan. Ein moderner Samurai. Mit einem Auftrag in Los Angeles. Ich werde Yamata nach Japan zurückbringen. Ganz allein? In Japan wird er Akita genannt. Wissen Sie, was das ist? Ein japanischer Hund, der sich mit dem Kopf voraus in alles stürzt und nie weiß, wann er aufhören muss. Seine neue amerikanische Kollegin ist nicht gerade seine beste Freundin. Wir haben beide unsere Befehle. Und zufällig ist es mein Auftrag, Sie aus der Sache rauszuhalten. Steigen Sie ein. Sie sind wirklich mehr als freundlich. Warten Sie ab, bis ich meinen Charme wirklich versprühe. Jetzt arbeiten Sie zusammen. Nein! Vertrauen Sie mir! Gegen einen mystischen Yakuza-Mörder. Die Überlieferung besagt, dass es in jedem Jahrhundert ein Geschöpf wie ihn gibt. Die Verkörperung des Bösen. Er ist das gefährlichste Wesen der Welt. Sie sollen den Krieg zweier Banden stoppen. Wenn Yamata viel Kohle machen will, muss er die beiden Banden nur aufeinander hetzen. Und beiden Seiten Waffen verkaufen. Der Waffenstillstand wurde durch eine Schießerei aus einem fahrenden Wagen gebrochen, bei der James Hobbs ums Leben kam. Ich will, dass jedes Bandenmitglied, das wir haben, um 10 Uhr vor meiner Wohnung steht. Wenn diese Scheißkerle durchdrehen wollen, dann führen wir Krieg. Er wird in der Kampfkunst seiner Vorfahren unterrichtet. Red Sun Rising. Unter zwei Kollegen kann es nur ein Ziel geben. Lass sie los. Oder ich breche dir jeden Knochen einzeln. Unter zwei Meistern kann es nur einen Sieger geben. Du bist rettungslos verloren. Unter zwei Todfeinden kann es nur einen Überlebenden geben. Red Sun Rising. Die Legende der tödlichen Berührung.